Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste der Ludwig-Maximilians-Universität, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in unserer großen Aula und ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu Hause vor Ihren Monitoren. Ja, das ist uns eine große Freude, dass die Ringvorlesung der LMU endlich wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Aber sie findet eben nicht nur als Präsenzveranstaltung statt, sondern in einem hybriden Format. Wir sind hier live vor Ort in unserer großen Aula, aber wir erreichen auch ein viel größeres Publikum online zu Hause über Zoom. Ich darf Sie also alle ganz herzlich begrüßen, egal ob Sie hier sind oder ob Sie zu Hause sind. Ein kleiner technischer Hinweis für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Sie sind für uns nicht sichtbar und sie sind auch nicht hörbar. Aber sie können sich zu Hause, genauso wie unser Präsenzpublikum, und dazu werde ich gleich etwas sagen, natürlich dann an unserer Diskussion beteiligen. Das ist ja auch unsere Idee, ins Gespräch zu kommen. Third Mission nennt man das heutzutage, also die dritte Mission der Universität nach Forschung und Lehre. Diese Veranstaltung ist eine Kooperationsleistung. Die LMU veranstaltet diese Ringvorlesung zusammen mit der Media School Bayern. Die Media School Bayern ist verantwortlich dafür, dass wir rüberkommen für unser Online-Publikum, also zu Ihnen nach Hause kommen, aber auch rüberkommen zu Ihnen. Auch hier für die technischen Grundlagen unserer Kommunikation ist die Media School Bayern verantwortlich und dafür danke ich sehr. Und dann möchte ich noch unseren wichtigsten Kooperationspartner begrüßen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, aber ich werde das auch wiederholen, weil mir das sehr wichtig ist. Das ist die Münchner Universitätsgesellschaft, die seit über 100 Jahren nun die Universität vielfach fördert. Und sie fördert auch diese Ringvorlesung und ist auch mitverantwortlich für das Thema, das wir bei dieser Ringvorlesung gewählt haben und das wir mit den großen Begriffen überschrieben haben: Gesellschaft und Wissenschaft. Wo sind die Kontaktflächen, wo sind die Reibungsflächen zwischen diesen Bereichen? Wir haben das im Sinne der Münchner Universitätsgesellschaft so überschrieben, weil das natürlich auch die Aufgabe der Münchner Universitätsgesellschaft ist, die Wissenschaft und damit die Universität in Kontakt zu bringen mit der Gesellschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Münchner Universitätsgesellschaft, namentlich beim Vorsitzenden des Vorstandes, bei Professor Höppe, und bitte Herrn Höppe auch nochmal aus seiner Sicht unser Publikum zu begrüßen. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Professor Jarhaus, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie wieder im Namen der Münchner Universitätsgesellschaft hier bei der Ringvorlesung, bei den Science Talks begrüßen zu können. Herr Jarhaus hat schon gerade gesagt, wir feiern dieses Jahr unser 100-jähriges Jubiläum. Im Juni sind wir 100 Jahre alt geworden und haben eine lange Tradition, die Ringvorlesungen zu unterstützen. Die Ringvorlesung ist in diesem Jahr in einem tollen neuen Format neu erschienen. Gratulation Ihnen nochmal dazu, Herr Professor Jarhaus. Und beide Gründe, das Jubiläum und das neue Format, waren für uns Anlass, unsere Förderung der Ringvorlesung noch einmal aufzustocken. Eine unserer Aufgaben ist, Brücken zu bauen, Brücken zwischen der LMU und der Gesellschaft. Und wie kann man das besser machen als mit einer solchen Ringvorlesung, wo die Bevölkerung, die Gesellschaft die Möglichkeit hat, hier reinzukommen oder an den Monitoren an Diskussionen teilzunehmen von Mitgliedern der LMU, aber auch jenen Vertretern der Gesellschaft. Meine Damen und Herren, wenn auch Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das sehr gut, wenn Sie Mitglied der Universitätsgesellschaft werden. Wenn Sie sich darüber informieren wollen, erstmal über die Gesellschaft an sich und über die Art und Weise, wie Sie Mitglied werden können, ganz einfach unigesellschaft.de und schon bekommen Sie die ganze Information. Ja, meine Damen und Herren, dann bin ich schon am Ende meiner Grußworte. Wir hatten schon einen tollen Auftakt vor 2 Wochen, der mich sehr begeistert hat, und das Thema heute kann ja gar nicht spannender sein. Also ich freue mich sehr drauf und ich wünsche uns allen einen interessanten, aufschlussreichen und informativen Abend. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, dann können wir einsteigen und ich darf Ihnen jetzt unsere Gäste, unsere Diskussionspartner
vorstellen. Neben mir sitzt Professor Dr. Peter Strohschneider und etwas weiter Professor Dr. Martin Schulze-Wessel. Ich werde noch etwas genauer Ihnen meine beiden Kollegen vorstellen. Zunächst gestatten Sie mir noch mal, dass ich ganz kurz etwas wiederhole zur Idee dieser Science Talks und noch ein paar technische Hinweise gebe. Ich habe das schon gesagt, es geht um das Verhältnis Wissenschaft und Gesellschaft und es geht dabei natürlich immer auch um den Ort, wo sich Wissenschaft und Gesellschaft in ganz besonders intensiver Weise treffen. Naja, hier beispielsweise, nämlich um den Ort der Universität. Nun denken wir, dass eine solche Begegnung, ich habe eben von den Kontaktflächen und auch von den Reibungsflächen gesprochen, tatsächlich ein Gespräch ist. Und dass wir über dieses Gespräch in einer Form sprechen sollten, die genau diesem Gespräch angemessen ist, nämlich selber im Gespräch. Also Form und Inhalt sollen sich bei den Science Talks, das macht das Format der Ringvorlesung in diesem Wintersemester aus, sollen nun selber als Gespräch gestaltet werden. Deswegen möchte ich ins Gespräch kommen mit meinen Gesprächspartnern und auch die Partner selber wiederum ins Gespräch bringen. Aber darüber hinaus möchten wir dann auch noch im zweiten Teil dieser Vorlesung mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, bei dieser Live-Veranstaltung, und zwar unabhängig, und das ist wirklich schon die entscheidende Neuerung, ob Sie jetzt hier präsent in der großen Aula sind oder ob Sie zu Hause vor Ihrem Zoom-Bildschirm sind, mit uns ins Gespräch zu kommen über die entsprechenden Funktionen. Wie das hier im Saal funktioniert, hat Ihnen gerade Frau Herrmann erklärt. Und zu Hause am Zoom-Bildschirm ist es relativ einfach. Sie haben diese Funktion, also ungefähr hier jetzt auf Ihrem Bildschirm, Fragen und Antworten. Und da können Sie Fragen stellen und diese Fragen werden dann uns übermittelt. Und wir werden dann im zweiten Teil der Veranstaltung darauf eingehen. Ja, jetzt darf ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Aber vielleicht sollte ich noch etwas sagen zuvor. Wenn Sie jetzt hier so auf dieses Podium blicken und uns drei anschauen, obwohl wir uns natürlich schon physiologisch ein bisschen unterscheiden, könnten Sie jetzt sagen, das guckt doch alles ziemlich homogen aus. Herr Jaros, haben Sie uns nicht erklärt, Sie wollen immer sozusagen einen Kollegen oder eine Kollegin aus der LMU einladen und jemand außerhalb der LMU, der dazukommt, um damit eben Wissenschaft und Gesellschaft ins Gespräch zu bringen. Und jetzt sitzen hier drei Professoren auf dem Podium, die alle drei Mitglieder einer Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität sind. Ja, da haben Sie natürlich recht, aber nun haben wir natürlich unterschiedliche Wege bestritten und die will ich Ihnen auch dann ein klein wenig erläutern. Das nächste, was Sie sagen können, naja, Herr Jaros, ist denn das noch zeitgemäß? Da sitzen jetzt drei Professoren, weiße Männer, passt es überhaupt noch? Wo ist denn da der Frauenanteil? Da bin ich in der Tat öfter mal gefragt worden und gestatten Sie mir, dass ich die Gelegenheit nutze, Ihnen das nochmal zu verdeutlichen. Ich habe mich tatsächlich, was die einzelne Veranstaltung angeht, nicht bemüht, einen paritätischen Anteil von Männern und Frauen zu erreichen. Aber, und jetzt kommt der wichtige Satz, ich habe mich wirklich unglaublich intensiv bemüht, einen paritätischen Anteil von Männern und Frauen zu erreichen, was die gesamte Veranstaltungsreihe angeht. Also wir wollten, wenn wir diese Ringvorlesung im Wintersemester über die Bühne gebracht haben, wollten wir sagen, aha, wir haben genauso viele Frauen gehört, wie Männer gehört. Das ist mir tatsächlich leider nicht gelungen. Und es liegt auch daran, dass sehr viele Frauen einfach abgesagt haben. Auch weil sie sehr beschäftigt sind, weil sie sehr gefragt sind, auch natürlich als Diskussions- und Gesprächspartnerin. Also das ist mir trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen. Und wenn man dann ein paar Absagen hat, dann wird die Zeit natürlich knapp und dann muss man auf einen Pool greifen. Und so bildet vielleicht unsere gesamte Vorlesungsreihe auch den Stand ab, den die LMU erreicht hat, bei ihrem Bemühen, eine solche Parität zwischen Männern und Frauen in den Lehrberufen herzustellen. Ich will auch dazu sagen, die LMU insgesamt, wie ich mich bei dieser einzelnen Veranstaltung, bei dieser Ringvorlesung, Vorlesungsreihe, bemüht sich insgesamt, dieses Ziel zu erreichen. Und die LMU ist erfolgreich, erfolgreicher als der bayerische Durchschnitt und erfolgreicher als der Bundesdurchschnitt. Aber es ist ein Weg und wir müssen dahin kommen und ich bin mir sicher, wir werden irgendwann Ringvorlesungen erleben, wo uns das dann auch tatsächlich gelungen ist. So, jetzt zu meinen Gästen.
Peter Strohschneider und ich, wir waren mal, kann man sagen, Nachbarn im Institut. Wir sind beide germanistische Literaturwissenschaftler, er aus der älteren Abteilung, ich aus der neueren Abteilung. Ältere Abteilung heißt, das ist jener Teil der Literaturwissenschaft, der sich mit Texten aus dem Mittelalter beschäftigt. Ich komme aus der Abteilung, der sich eher mit den Texten, die später verfasst wurden, beschäftigt. Aber Peter Strohschneider hat einen unglaublich interessanten Weg zurückgelegt. 1984 promoviert, 1991 an der LMU habilitiert, dann Inhaber des Lehrstuhls für germanistische Medienwissenschaft und Frühneuzeitforschung an der TU Dresden, ab 2005 dann ein Lehrstuhl für germanistische Mediavistik eben hier in München. Da haben wir uns dann in der Tat kennengelernt und dann zwei wirklich entscheidende Positionen. Peter Strohschneider war von 2006 bis 2011 Vorsitzender des Wissenschaftsrats und dann von 2013 bis 2019 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Also man kann sagen, dass das die beiden wichtigsten wissenschaftspolitischen Positionen sind, die man in der Bundesrepublik findet. Aber Peter Strohschneider hat auch gezeigt, wozu Germanisten in der Tat fähig sind. Peter Strohschneider hat die Zukunftskommission Landwirtschaft von 2020 an geleitet und ist für diese Aufgabe, nämlich Empfehlungen zu erarbeiten für die Schaffung eines nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystems, im Oktober 2022, also erst vor kurzem, mit der Niklas-Medaille, das ist die höchste Auszeichnung, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vergeben kann, ausgezeichnet worden. Ich will jetzt gar nicht auf die vielen Mitgliedschaften eingehen, die zum Profil von Peter Strohschneider gehören. Er ist unter anderem, und diese eine will ich nennen, Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ebenso wie Kollege Schulze-Wessel. Und dann komme ich auch schon zu zweiten Gesprächspartner. Herr Dr. Professor Dr. Schulze-Wessel war 1991 Stipendiat des DAAD bei der Russischen Akademie der Wissenschaften und da sehen Sie auch schon, von wo aus sich sein Fach- und Themenspektrum entfaltet. Er hat 1994 an der FU Berlin promoviert, sich 2001 habilitiert in Halle-Wittenberg und ist seit 2003 Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte Ost- und Südeuropas. Er ist Leiter des Collegiums Carolinum, einem An-Institut der LMU, das sich mit der Geschichte Ostmitteleuropas beschäftigt. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschichte und Religionsgeschichte Ostmittel- und Osteuropas, die Geschichte der Imperien, die Religionsgeschichte in diesem Bereich, transnationale Beziehungen zwischen Ost-, Mittel- und Westeuropa. Jüngst von 2021 bis zu diesem Jahr waren Sie Richard von Weizsäcker Visiting Fellow am St. Anthony's College an der Universität Oxford. Und auch hier gibt es zahlreiche Mitgliedschaften zu nennen. Da kommen wir vielleicht noch im Gespräch drauf. Ich würde Sie jetzt ganz gerne fragen zur Einleitung in unser Gespräch. Strohschneider, Schulze-Wessel, woran arbeiten Sie zurzeit? Was beschäftigt Sie zurzeit? Vielen Dank. Sie haben das schon gesagt. Tatsächlich mache ich weiter Agrarpolitikberatung und das ist sehr interessant, aber auch ziemlich zeitraubend. Und ansonsten versuche ich die Erfahrungen, die ich im Wissenschaftssystem gemacht habe, vor allem die Erfahrungen über die Interaktionen, die Friktionen, die Spannungen im Verhältnis von wissenschaftlichen Wissensansprüchen und der Legitimität demokratischer Herrschaft, um das mal so zu sagen. Versuche diese Erfahrungen zu reflektieren in einem kleinen Büchel, das nicht so voran will, wie ich es gerne hätte. Ich schreibe gerade ein Buch, das ich eigentlich schon sehr lange schreiben wollte, über die strukturellen Probleme des russischen Imperiums, die sich bis heute durchziehen, deren Wirkungen man bis heute beobachten kann. Und dieses Buch ist für mich jedenfalls nach dem 24. Februar von großer Dringlichkeit geworden und da habe ich es dann wirklich angefangen zu schreiben.
Herr Schulze-Bessel, wenn ich vielleicht diesen Gedanken gleich aufgreifen darf. Natürlich waren wir alle geschockt, die einen besser vorbereitet, die anderen weniger, als am 24. Februar der Krieg Russlands gegen die Ukraine begann. Und naja, man kann sagen, in den Stunden danach wurde die Universität aufgefordert, in irgendeiner Weise Stellung zu beziehen, und zwar politisch Stellung zu beziehen. Und wir reagieren darauf, wie auf alle Anforderungen, die an uns gestellt werden, bezieht doch mal politisch Stellung. Wir sagen, nein, das können wir nicht, dazu sind wir nicht da, wir sind eine Wissenschaftsinstitution. Wir können über alles sprechen, wir können zu allem eine Stellung einnehmen, aber wir können das immer nur aus wissenschaftlicher Perspektive tun. Und ich erinnere mich daran, dass Sie dann ja auch sehr gefragt waren, auch im Rahmen der Universität, sich zu diesem Konflikt zu äußern. Gleichzeitig habe ich die Beobachtung gemacht, dass nach Kriegsbeginn bei YouTube sehr viele Artikel aufgetaucht sind, kleine Filmchen, die irgendwo gemacht worden sind, mit Fragen, die man eigentlich an die Geschichtswissenschaft richten müsste. Fragen wie beispielsweise, ist die Ukraine überhaupt ein eigenständiger Staat? Wie russisch ist die Ukraine? Welches Verhältnis haben die Ukraine zu Russland? Hat eigentlich der Hobbyhistoriker Putin recht mit seiner pseudohistorischen Legitimation des Krieges? Wie haben Sie das erlebt und welche Position beziehen Sie wiederum zu diesen Anfragen, zu diesen Anforderungen und zu diesem, naja, Aufkommen pseudohistorischer Erklärungs- und Aufklärungsversuche? Also wenn Sie fragen, wie stelle ich mich dazu, dass die LMU da zurückhaltend ist und sagt, es geht um Wissenschaft und nicht um Politik, dann würde ich zunächst mal sagen, das ist eine Position, die ich nachvollziehen kann, aber ich teile sie eigentlich nicht. Also ich fände es richtig, wenn die LMU bei einem Angriffskrieg, der so klar ist, dann auch Stellung bezieht und sagt, wir unterstützen die Ukraine. Andererseits ist es jetzt auch nicht verkehrt, dass das an der LMU an vielen Stellen passiert ist. Also keiner Einrichtung an der LMU ist es ja verboten worden, entsprechende Aussagen zu machen. Und so gibt es etwa eine entsprechende Aussage der Abteilung für Geschichte Ost- und Südosteuropas. Die andere Frage ist noch schwieriger. Also wir haben es bei Putin, haben Sie gesagt, also mit einem Amateurhistoriker zu tun, der schlimmsten Art, also ein Amateurhistoriker, der meint jetzt Geschichte nicht nur deuten zu können, sondern auch verändern zu können und dem dabei das fehlt, was historisches Studium vermittelt, nämlich Urteilsfähigkeit. Geschichte kann man nicht zurückdrehen. Also er stellt sich eine Ukraine vor, wie sie im 19. Jahrhundert existiert hat und wie sie damals eben Teil Russlands war. Dahin kann man nicht zurück. Man kann nicht mal in die sowjetische Situation zurück. Und die Ukraine des Jahres 2022 ist auch nicht die Ukraine des Jahres 2014. Also ein grundlegendes Missverständnis von Geschichte bei einer gleichzeitigen Geschichtsobsession, denn Putin kennt in der Tat viele Fakten. Und was ihn eben jetzt neben der militärischen Intervention gefährlich macht, ist, dass er über große mediale Macht verfügt, nicht nur in Russland, sondern über ganz verschiedene Kanäle, natürlich auch im Westen und speziell in Deutschland. Und leider muss man sagen, ist diese Auseinandersetzung mit sehr simplen Geschichtslügen nicht einfach. Und das fordert jetzt von der Seite der Wissenschaft auch einen gewissen Aktivismus, wo sie sich dann wiederum in ein Spannungsverhältnis begibt zu ihrem eigentlichen Auftrag. Korrigieren Sie mich, wenn das vielleicht ein sehr idiosynkratischer Eindruck von mir ist. Aber die Krise, die durch diesen Krieg hervorgerufen wurde, erinnert mich in vielen habituellen Prozessen an die Krise, die durch Corona hervorgerufen worden ist.
Und dabei meine ich insbesondere die gewisse Rat- und Orientierungslosigkeit zu Beginn der Krise. Corona hat es mit sich gebracht, dass Universitäten sehr gut vernetzt sind. Und ich habe auch an den entsprechenden Treffen teilgenommen, bayerische Universitäten, bundesdeutsche Universitäten und dann europäische Universitäten. Und zu Beginn des Ukraine-Krieges haben wir tatsächlich ernsthaft überlegt, alles, was in irgendeiner Weise russisch ist, aus unseren Universitäten zu verbannen. Also zunächst einmal Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler und vor allem Studierende aus Russland nach Hause zu schicken, bis dann relativ schnell Vernunft wieder eingekehrt ist und wir gesagt haben, also Moment mal, wir sind ja nun grandios dabei, das Kind mit dem Bade auszuschütten, Strohschneider. Ist es eine Struktur, die Sie erwartet haben, dass Wissenschaft so unwissenschaftlich, so emotional, so vielleicht politisch engagiert oder politisch aufgeregt auf solche Krisen reagieren? Also ob ich die erwartet habe, das kann ich nicht sagen. Wenn Wissenschaft als Sozialsystem, also nicht als Wissensordnung, sondern als soziale Ordnung sozusagen in einer Weise sich direkten gesellschaftlichen Anforderungen, Anfragen an sie gegenüber sieht, dann ist es wahrscheinlich nicht so überraschend, dass sie darauf in einer solchen Intensität dann auch eingeht, wie das am Anfang der Corona-Pandemie gewesen ist. Ich würde vielleicht doch einen Aspekt nochmal in Erinnerung rufen, der diese beiden Vorgänge unterscheidet, nämlich den, dass der Anfang der Corona-Pandemie ja gekennzeichnet ist durch einen erheblichen Handlungs- und Zeitdruck, aber auch durch sehr viel Unwissen und Ungewissheit über das, was zu tun ist, und sehr differenzierte Einschätzungslagen. Während der russische imperialistische Angriffskrieg auf die Ukraine, das macht, was Kriege immer tun, alle anderen Differenzierungen durch die Freund-Feind-Differenz sozusagen zunichte zu machen. Und ich habe mich auch am Anfang des Krieges gewissermaßen in Erinnerung an alte Ämter zu diesen Fragen von Boykott, von Kontaktabbruch und so weiter geäußert. Ich bin da nach wie vor ambivalent. Ich habe dafür argumentiert, dass die Nachfolgerin in meinem Präsidentenamt dabei, also meine Nachfolgerin im Präsidentenamt bei der DFG, Frau Becker, auch sehr früh die ganzen Kontakte der DFG in die Russische Föderation abgebrochen hat. Und das sind sehr viele, nicht nur Finanzierungskontakte von gemeinsamen Forschungsprojekten, sondern auch institutionelle Kontakte. Die DFG hat nämlich ein Büro in Moskau und so weiter und so fort. Ich habe das für richtig gehalten, aber ich würde sagen, warum ich es für richtig gehalten habe und was ich daran nach wie vor ambivalent finde. Ambivalent finde ich gewissermaßen, wenn Wissenschaft auf eine solche Freund-Feind-Logik einsteigt. Das ist gewissermaßen das Problem von Wissenschaft. Wenn Wissenschaft als Wissenschaft darauf einsteigt, wir sind ja nicht Tag und Nacht Wissenschaftler, wir können uns auch als Bürgerinnen äußern und haben da ganz andere Freiheiten, auch sozusagen methodische Freiheiten und politische Freiheiten, denn als Wissenschaftler. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sehen, dass politisch sehr schnell in den Tagen nach dem 24. Februar eine Situation entstanden ist, wo jede Nichtäußerung als eine Äußerung pro Putin interpretiert werden kann, erstens. Zweitens muss man sehen, es gibt auf der epistemischen Seite von Wissenschaft Probleme der doppelten Verwendbarkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen, was so im Jargon Dual Use heißt. Also man kann jede Menge technischen, naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen Wissens wie Exemplum Docet instrumentalisieren im Bonam Partem und im Malam Partem. Also insofern ist wissenschaftliches Wissen in diesem Sinne zunächst mal ambivalent und darin steckt ein politisches Risiko. Und drittens muss man sehen, dass Wissenschaftseinrichtungen, Wissenschaftsorganisationen ja auch vor dem Krieg für sich geltend gemacht haben, dass sie einen Beitrag
sein können. Ein konstruktiver Beitrag zur Völkerverständigung, zur Science Diplomacy und so weiter. Und das ist ein Punkt, wo ich meine, da muss man schon mit sich selber konsequent sein. Man kann nicht nur, wenn es bequem und freundlich ist und der eigenen Legitimation oder Rechtfertigung dient, vollmundig gewissermaßen das Mitwirken an gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen Prozessen in Anspruch nehmen und dann, wenn es sehr kompliziert und ambivalent wird, darauf plötzlich zu verzichten. Herr Schulze-Wessel, wie ist das bei Ihnen? Ich nehme an, Sie haben ja auch sehr viele Kontakte nach Russland. Wie haben die sich verändert? Unter welchen Vorzeichen standen die? Gab es da eine Fortführung wissenschaftlicher Kontakte oder wurden die wissenschaftlichen Kontakte sozusagen von einem politischen Framing völlig überlagert und damit vielleicht auch sogar aufgehoben? Also ich habe schon nach 2014 vor allen Dingen intensive Kontakte in die Ukraine aufgebaut, habe damals schon diese deutsch-ukrainische Historikerkommission gegründet. Insofern ist es jetzt so, dass ich deutlich mehr Kontakte in die Ukraine habe als nach Russland hin. Aber ich habe insgesamt 2 Jahre in Russland gelebt, habe da meine Forschungen gemacht und selbstverständlich habe ich dorthin auch noch Kontakte, die ich nach dem 24.02. zu individuellen Forscherinnen und Forschern auch nicht unterbrochen habe. Das ist, glaube ich, entscheidend, wenn ich das einwerfen darf, Herr Jahraus, die Unterscheidung von individuellen, persönlichen und institutionellen und immer auch politischen Kontakten. Öffentlich getragene Wissenschaftseinrichtungen und Wissenschaftsorganisationen sind nicht einfach in einem außerpolitischen Raum angesiedelt. Ja, ich hatte in der Tat auch Kontakte nach Russland, sowohl nach Russland als auch in die Ukraine. Der Kontakt nach Russland ist tatsächlich auch abgebrochen. Es gibt jetzt keine institutionellen Rahmen, wo man vielleicht eine persönliche Bekanntschaft nochmal institutionell, wissenschaftlich fruchtbar machen könnte. Aber natürlich kenne ich die Leute. Ich stelle mir vor, wie die jetzt agieren. Und ich bin mir absolut sicher, die sind nicht zufrieden mit der Situation, wie sie jetzt ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die jetzt nicht in der Lage sind, ohne wirklich ganz erhebliche Auswirkungen auf ihre Karriere oder sogar auf ihr Leben befürchten zu müssen, jetzt in die bewusste und dezidierte Opposition zu gehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt in so stabilen Verhältnissen, wie wir sie hier in Deutschland haben, bequem auf einem Sessel sitze, dass es dann ungerecht wäre, Forderungen an andere zu stellen, von denen ich nicht wüsste, ob ich sie selber erfüllen kann in der gleichen Situation. Ich habe aber auch Kontakte zu ukrainischen Kollegen. Kontakte sind natürlich deutlich weniger abgebrochen. Und die sagen, genau diese Haltung, die du jetzt gegenüber den Russen einnimmst, ist im Grunde genommen eine Legitimation der russischen Aggression. Und ich fühle mich da eigentlich relativ hilflos zwischen den russischen Kontakten und den ukrainischen Kontakten und das Argument, den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen gegenüber zu sagen, naja, da schlummert schon auch ein zivilgesellschaftliches Potenzial gerade in den vielleicht privaten Wissenschaftskontakten, die sich irgendwann einmal, nicht jetzt, in dieser Hochphase des Krieges bezahlt machen, leuchtet denen nicht ein. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht oder stellt sich das für Sie anders dar? Also ich würde jedenfalls davor warnen, zu glauben, dass man jetzt durch das Aufrechterhalten von Kontakten irgendeinen relevanten Einfluss auf die Zivilgesellschaft, soweit sie denn noch besteht, oder gar auf die Anstachelung von Widerstand ausüben kann. Wie Sie es angedeutet haben, unter den jetzigen Bedingungen ist Widerstand de facto nicht mehr möglich. Da ist etwas vorher verpasst worden. Man hätte sich vorstellen können, dass bei der Beisetzung von Michail Gorbatschow sich mehr diesem Trauerzug anschließen. Nicht? Das war ungefährlich, weil es ja ein Symbol nicht gegen den russischen Staat oder gegen Putin ist, sondern erstmal ein Trauersymbol gewesen wäre. Dass aber, wenn es eben 100.000-fach oder 1.000.000-fach erfolgt wäre, eben doch eine politische Bedeutung gehabt hätte. Tatsächlich sind Tausende, aber eben nicht Zehntausende bei der Beisetzung von Gorbatschow dabei gewesen, was jetzt auch
mit der Bewertung von ihm natürlich in der russischen Gesellschaft zu tun hat. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden ja nicht in ihrer beruflichen Karriere nach Mut ausgesucht. Das gilt weltweit. Also es ist keine Profession, die irgendwie positiv dadurch ausgewählt ist, dass sie Zivilcourage hat. Das gilt auch für Russland, aber eben nicht nur für Russland. Und in Russland kommt noch dazu, dass die akademische Kultur durch die Sowjetunion nachhaltig geprägt wurde. Also es gibt die Hierarchien und die Hoffnung, dass von dort aus jetzt Widerspruch kommt, die war ganz am Anfang des Krieges einmal da, als sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Brief gegen den Krieg unterschrieben haben, also Tausende tatsächlich. Aber dann kam sehr bald der Gegenschlag durch eine Erklärung aller russischen Rektoren, die sich loyal zu Putin verortet haben. Ich will noch mal auf ein anderes Land blicken, das jetzt auch in der Diskussion ist, nämlich China. Ich war auch in China. China hat eine Akademie der Wissenschaften, Chinese Academy of Sciences. Diese Akademie hat, wenn ich jetzt richtig informiert bin, glaube ich, ungefähr 80.000 Mitglieder, also deutlich mehr als die LMU Studierende hat. Es gibt vielfältige Kontakte. Das Klima zu China ist noch einigermaßen gut, und wenn das Klima gut ist, und so haben wir auch das bei Russland gesagt, dann sprechen wir davon, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Natural Ambassadors sind. Also egal, wie das jetzt in der Politik klappt, ob da jetzt Eiszeit herrscht oder Tauwetter, aber solange die Wissenschaftskontakte klappen, hat man doch irgendwie eine Brücke. Natural Ambassadors. Ist ja interessant, dass man einen politischen Begriff, den des Botschafters, dann auf die Wissenschaftler übertragt. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie beide, dann ist es entweder ganz dünnes Eis oder es ist sowieso eine Chimäre. Natural Ambassadors. Stimmt das so? Also ich meine, ist natürlich immer besser, wenn Kontakte bestehen, als wenn sie nicht bestehen. Also deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, meine individuellen Kontakte nach Russland auch nicht aufgegeben. Aber man kann da im Moment nicht viel erreichen, und ich würde auch davor warnen, jetzt allzu sehr nur auf Russland zu schauen. Ich meine, wir haben gegenüber der Ukraine, aber auch gegenüber Polen ein enormes Bedürfnis an Austausch, an, ich will jetzt nicht mal immer sagen, dass es darum geht, Missverständnisse auszuräumen, aber einfach über Dinge zu sprechen und eine diskursive Basis herzustellen. Also ich habe neulich mit einem polnischen Freund lange zusammengesessen, der in Breslau europäische Geschichte und deutsche Geschichte speziell lehrt. Da haben wir unter anderem über diese polnischen Reparationsfragen gesprochen, aber auch über vieles andere. Und mir ist da so durch den Kopf gegangen, dass es wahrscheinlich ganz, ganz wenige sind, die jetzt zwischen Deutschland und Polen über diese Fragen reden, nicht? Also dieses Defizit gibt es gegenüber vielen Staaten. Also der Präsident der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ist im Range eines Vizeministers in der Volksrepublik China. So viel zur politischen Unabhängigkeit dieser Akademie. Und das gilt für andere, für die Chinese Academy of Social Sciences and Humanities in vergleichbarer Weise. In der Bundesrepublik hat lange, würde ich sagen, die Überzeugung gegolten, die sich in einer sozusagen in einer Formel ausdrückt, dass Wissenschaft sozusagen die vierte Säule der Außenpolitik sei. Neben Diplomatie, Wirtschaft, dem Militär, den Militärbündnissen, den Verteidigungsbündnissen und so weiter. Und dazu gehört aber aus der Perspektive der Außenpolitik die Bildungs- und die Wissenschafts- und die Forschungspolitik gleichermaßen. Und das war in vieler Hinsicht ja sehr erfolgreich. Die Anzahl der chinesischen Studentinnen an deutschen Universitäten ist in den letzten 10 Jahren ziemlich massiv
gestiegen. Alle wissen, dass alle diese Studentinnen an einer sehr engen Leine geführt werden. Der Anteil der Institute, der chinesischen Kulturinstitute, ist massiv, also Konfuzius-Institute, ist massiv gestiegen, und alle Universitäten, die ein solches Institut haben, müssen jetzt sich mit der Frage befassen, ob sie dieses Institut weiter als ein An-Institut oder wie immer die rechtliche Verfassung ist, haben wollen oder nicht. Das sind ziemlich intrikate Probleme. Ich würde das so zusammenfassen, Herr Jaus, dass ich sage, so sehr wir im letzten halben Jahr gelernt haben, dass die Erzählung vom politischen Wandel durch Handel, also von der Demokratisierung, von der Liberalisierung von Gesellschaft, der Öffnung von Politik und der Öffnung von Gesellschaften, die geschlossene und autokratische Gesellschaften sind, dass diese Idee vom Wandel durch Handel, die ist den Bach runtergegangen das letzte halbe Jahr, und die Idee vom Wandel durch Wissenschaftskommunikation gleich mit? Also man muss eigentlich fragen, ob es nicht schon vorher einen Umschlag gegeben hat zum Protektionismus in dieser Science Diplomacy. Es gibt ja die Gefahr, dass wissenschaftliche Erkenntnisse aus westlichen Ländern abfließen und dann im Sinne von Dual Use eben auch militärischen oder sonst gefährlichen Verwendungen zugeführt werden. Das wird in den USA wahrscheinlich noch ernster genommen als bei uns. Andererseits werden Studierende aus China natürlich sehr gerne gesehen als zahlende Studierende. Es gibt aus dem Georgia Lab einen interessanten Bericht, also dass Studierende zu den Hörsälen geführt wurden, aber dabei alle Laboratorien abgedeckt wurden tatsächlich, was damit zusammenhängt, dass jeder einzelne amerikanische Wissenschaftler oder Wissenschaftler, der eben an diesem Labor arbeitet, sich strafbar machte, wenn er es zuließ, dass es eben einen Technologieabfluss gibt. Und das bringt eine Aporie hervor zwischen eben dem Anspruch, dass Wissenschaft offen sein muss und auch davon profitiert, besser wird, wenn es Austausch gibt, und andererseits eben dem auch staatlich induzierten Versuch, bestimmte Erkenntnisse jedenfalls im Land zu halten. Also vielleicht darf ich da nur eine kleine wissenschaftshistorische Ergänzung machen. Ich würde sagen, dieser Anspruch, dass Wissenschaft offen sein muss, den könnte man beschreiben als einen liberalen Konsens moderner westlicher Wissenschaften. Man kann die Entstehung dieses liberalen Konsenses auch, glaube ich, datieren. Zum Beispiel an der Geschichte der Wissenschaftsforschung. Der amerikanische Wissenschaftssoziologe Robert Merton, geradezu der Erfinder der Wissenschaftssoziologie, hat in den Jahren 38, 42 in der Auseinandersetzung mit der faschistischen Wissenschaft in Deutschland zum ersten Mal sozusagen diesen liberalen Konsens einer offenen Wissenschaft normativ rekonstruiert und formuliert als epistemische Tugenden, die die Wissenschaft einhalten müsse. Und dieser liberale Konsens hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen durchgesetzt. Aber er ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ist sozusagen eine neue Erfindung. Es gab in der Zeit zwischen den Kriegen vor dem Ersten Weltkrieg ganz andere Konzepte von Wissenschaft, von staatlich getragener Wissenschaft. Und er ist insofern ein historischer, liberaler Konsens, glaube ich. Und wir sehen Krisenzustände, in die dieser liberale Konsens geraten ist. Und es ist ja nicht so, als ob wir Freiheit und Offenheit von Wissenschaft nur im Außenverhältnis mit autokratischen Regimen, mit anderen Gesellschaftsordnungen neu verhandeln müssten. Wir müssen es ja auch im Innenverhältnis. Herr Strohschneider, darf ich dieses Beispiel gerade noch mal aufgreifen und vielleicht auch ein bisschen banalisieren?
könnten die Amerikaner oder haben die Amerikaner gesagt, naja gut, wir greifen, sobald wir habhaft werden, deutsche Wissenschaftler ab, um ihre Erkenntnisse und Ergebnisse zu verwerten. Aber es ist keine Zusammenarbeit zwischen der amerikanischen Wissenschaft, also zu der Zeit im demokratischen Staat, mit dem faschistischen, totalitären Deutschland möglich. Das macht einen Unterschied, den Sie vorhin schon angesprochen haben, zwischen Wissenschaft als epistemischen System und Wissenschaft als sozialem System deutlich. Kann man sagen, als epistemisches System ist Wissenschaft blind und als soziales System ist sie hilflos? Also ich richte meine Fragen auch immer potenziell an Sie beide. Also ob sie epistemisch blind ist im Sinne einer Neutralität gegenüber ihren sozialen Verfassungen, da wäre ich nicht so sicher, dass das so ist, dass sie epistemisch blind ist. Dazu würde ich sagen, ist zu deutlich geworden in der Wissenschaftsforschung der letzten Jahrzehnte, wie sehr auch die epistemischen Prozesse von Wissenschaft, ob die Wissenschaft das nun immer reflektiert oder nicht, wie sehr ihre Denkbewegungen sozusagen auch verknüpft sind. Ich sage nicht abhängig sind, aber verknüpft sind mit diskursiven und epistemischen Entwicklungen in den Gesellschaften, in die die eingebettet sind. Aber ich glaube, gewissermaßen der Tendenz nach ist da jedenfalls eine Spannung beschrieben, die schon was auf den Punkt bringt. Zu der epistemischen Dimension muss man zunächst sagen, dass sie, dass dieser Universalismus von Wissenschaft, mit dem sich Wissenschaft immer schmückt, nicht gegeben ist. Also das ist eine Fiktion. Ich glaube sogar in den Naturwissenschaften, die mit Laboren arbeiten, deren Laborbedingungen ja auch nicht überall einfach reproduzierbar sind. Umso mehr gilt das für die Geisteswissenschaften. Also als ich angefangen habe, Geschichte zu studieren, habe ich das natürlich auch getan wegen des emanzipatorischen Potenzials, das Geschichte hat. Also die Fähigkeit, sich aus der Gegenwart wegzubewegen, sich in eine fremde, vergangene Welt zu vertiefen und von dort auf die Gegenwart zu schauen und damit auch Selbstverständlichkeiten der Gegenwart in Frage zu stellen. Das ist eine großartige Operation meines Faches, die ein hohes emanzipatorisches Potenzial hat. Umso mehr ist man erschüttert, wenn man sieht, was mit Geschichte in diesem Krieg gemacht worden ist. Also es ist ja gerade Geschichte, es ist nicht Völkerrecht, ne, mit dem dieser Krieg begründet worden ist. Darin unterscheidet sich übrigens auch der russische Krieg gegen die Ukraine von anderen Kriegen, die Russland führt. Also der Tschetschenienkrieg, auch der Krieg gegen Georgien, ist nicht historisch begründet worden, sondern da sind völkerrechtliche Ansprüche gemacht worden. Hier haben wir es mit einem Krieg zu tun, der durch und durch mit historischen Mythen geführt wird. Und jetzt kann man sagen, die meisten Kolleginnen und Kollegen in Russland werden diese Mythen nicht zu 100% teilen, aber es gibt eben diskursive Brücken zwischen dem Regime und der Wissenschaft. Und es gibt natürlich auch eine Beanspruchung der Wissenschaft durch die Politik, etwa wenn jetzt in letzter Zeit sich der Geheimdienstchef Sergei Naryschkin, der gleichzeitig der Vorsitzende eines wichtigen historischen Clubs ist, wenn der sich zusammen mit Wissenschaftlern ablichten lässt. Also damit wird die Wissenschaft für einen politischen Kurs vereinnahmt. Aber das ist sozusagen die einfachere, die sichtbare Verbindung zwischen Politik und Wissenschaft, und anderes ist nicht so einfach sichtbar. Nein, nee, ich wollte nur sagen, also es gibt einfach ja eine Inanspruchnahme der Legitimität oder der Geltung des symbolischen Kapitals von Wissenschaft, die ist noch nicht direkt gekoppelt mit den Mythen oder den Geschichtskonstruktionen und geschichtspolitischen Programmen.
Und das Erstere gibt es in allen Gesellschaften, die sich eine staatlich getragene Wissenschaft leisten, dass die Politik dieser Gesellschaften versucht, am symbolischen Kapital der Wissenschaft ihre eigene Geltung zu stabilisieren. Da müssen, also ich meine, das muss man nur, wenn Sie nur auf den Satz achten, die Wissenschaft sagt uns, wie oft der so vorkommt, in einer Tagesschau oder in einer Tageszeitung, dann sieht man, wie allgegenwärtig dieser Transfer symbolischen Kapitals ist. Aber das ist eben was anderes als eine harte Form von mythologisierender Geschichtspolitik. Mhm. Vielleicht noch zu Ihrer Frage nach der sozialen Unfähigkeit von Wissenschaft. Ich habe da die Beobachtung, dass wir im Fach der osteuropäischen Geschichte und auch der Politikwissenschaften, die sich mit Russland beschäftigen, dass wir da eine ganz, ganz große Übereinstimmung haben, was die Bewertung der Grundfakten jedenfalls betrifft. Wenn man in den politischen Diskurs schaut, wie er in Talkshows produziert wird, ergibt sich ein ganz anderer Eindruck. Also da hat man immer ein Für und Wider. Und das hängt damit zusammen, dass es in Talkshows so sein muss. Also das ist eine Vorgabe, die sich aus dem Medium ergibt. Es ist einfach nicht interessant, wenn Expertinnen und Experten dort unisono etwa dasselbe sagen. Es ist aber in der Wirkung hochproblematisch. Also in den Talkshows sitzen Leute, die eben dann keine wissenschaftliche Expertise haben. Ich will die jetzt nicht nennen. Und daraus ergibt sich für die Zuschauer einfach der Eindruck, es gibt die Meinung und es gibt die andere Meinung. Und erfahrungsgemäß ziehen die Beobachter dann den Schluss, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Und das ist wirklich problematisch und verläuft völlig anders als der wissenschaftliche Diskurs. Also ein wunderbares Beispiel war, am Sonntagabend nach dem Tatort gibt es im Ersten immer eine Talkshow. Und da haben vorgestern zwei vernünftige Herren aus zwei unterschiedlichen Parteien einen vernünftigen Diskurs geführt, unter Anerkennung des Umstands, dass sie beide jeweils in dilematischen Situationen stecken. Und man konnte sehen, wie die Moderatorin das physisch nicht ertragen hat, dass das so war, weil es eben der Logik des Mediums widerspricht. Und also ich stimme da völlig zu. Herr Schulze-Wessel wird gewissermaßen das nur noch einmal ins Grundsätzliche treiben. Die Ersetzung parlamentarischer Deliberationen durch politische Talkshows hat genau dieses, würde ich sagen, demokratietheoretische Problem, dass die parlamentarische Deliberation auf den Kompromiss angelegt ist, auf die Anerkennung der Position des anderen, um dann nämlich sozusagen eine Art von Entscheidungsfähigkeit herzustellen, während die Talkshow aus medienlogischen Gründen, die Sie gerade beschrieben haben, eben auf die Verweigerung des Kompromisses, auf die künstliche Dramatisierung von Differenz angewiesen ist. Und ein Effekt dieser künstlichen Dramatisierung von Differenz ist dann, was False Balance eben heißt, nicht? Jetzt würde ich, wir haben jetzt, glaube ich, schon diese Richtung eingeschlagen und da würde ich Sie gerne natürlich auch Neugierde getrieben fragen, was Sie meinen, dass Olaf Scholz meint, wenn er von Zeitenwende spricht. Es ist ein interessanter Begriff. Also wir drei arbeiten ja alle in irgendeiner Weise historisch in unseren Fächern. Zeitenwende, würde ich sagen, ist ein historischer Begriff. Der Begriff einer historischen Rekonstruktion, einen gewissen Geschichtsverlauf. Olaf Scholz hat aber diesen Begriff eben nicht historisch verwendet, sondern er hat ihn verwendet für eine aktuelle Diagnostik, vielleicht sogar mit einem prognostischen Unterton. Wie haben Sie diesen Begriff aus dem Munde des deutschen Bundeskanzlers verstanden und welche Rückschlüsse auf Ihre Arbeit ergeben sich daraus? Also ich halte es einfach für einen Sprechakt. Es ist kein analytischer Begriff, weil natürlich die Vergangenheit von der Gegenwart oder Zukunft nicht durch einen glatten Schnitt getrennt ist. Aber es ist insofern ein geschickter Sprechakt, als er es allen erlaubt, eine neue Position zu beziehen. Also man darf sich geirrt haben. Das ist eigentlich die Wirkung dieses Sprechaktes.
Genauso würde ich das sehen. Und zwar ist er deswegen notwendig, weil gewissermaßen der Lernprozess in der öffentlichen Wahrnehmung von Politik gar nicht vorgesehen ist. In der öffentlichen Wahrnehmung von Politik, auch in der medialen Verarbeitung von Politik, heißt Lernen nur, Sie brechen frühere Positionen. Und deswegen muss ein diskursiver Rahmen geschaffen werden, in dem Lernen sozusagen, also Positionsänderung als legitim erscheint. Und das ist die Zeitenwende. Und ansonsten, wie viele solche Begriffe, lässt er etwas, was sozusagen ein Entscheidungsprozess ist, als alternativlose Notwendigkeit erscheinen. Nicht? Das sind die ganzen Sätze, die daran dann hängen, die sind ja sozusagen Ableitung dieses Satzes, wenn sich die Umstände geändert haben, dann müssen wir unsere Politik ändern und so weiter. Das sind die Formen, in denen Politik gerade sozusagen ihre eigenen Lernprozesse und ihr eigenes Nachsteuern gegenüber den dramatisch veränderten politischen Wirklichkeiten ja, rechtfertigungsfähig zu machen versucht. Ich würde es genauso sehen. Herr Schulze-Wessel, Sie sind doch der Fachmann. Damit wir jetzt auch ein Ergebnis nach Hause tragen können, jetzt sagen Sie uns doch, wann endet der Ukraine-Krieg und wie endet der Ukraine-Krieg? Schulze-Wessel, Sie wissen, dass ich mich nicht getraut hätte, die Frage so zu stellen und ich muss sie kontextualisieren. Ich schließe zwei oder eine Beobachtung und eine Metafrage an. Also die eine Beobachtung ist, diese Frage ist virulent. Sie wird gestellt an alle möglichen Experten, aber diese Experten sind nicht wiederum wissenschaftliche Experten, sondern kommen eher so aus der politischen Publizistik oder sind politische Kommentatoren. Also man findet diese Frage häufig gestellt zurzeit in den Medien. Und die zweite, die Metafrage ist, darf man eine solche Frage überhaupt an einen Historiker stellen? Ist es überhaupt legitim, prognostisch so zu fragen? Ja, darf man. Ich glaube sogar speziell jetzt in dieser Zeit, tatsächlich sind ja die für Prognostik zuständig sind, also die Politikberater, haben sich in hohem Maße getäuscht. Also als die Münchner Sicherheitskonferenz war, kurz vor dem Beginn des Krieges, waren sich die Experten dort, so hört man jedenfalls, alle einig, dass Russland nicht angreifen würde, dass diese Invasion nicht geschehen würde. Geisteswissenschaftler haben das, also es gibt ein paar Beispiele, haben das anders gesehen, und zwar schon nach der Rede, nach dem Essay, den Putin im Juli 2021 veröffentlicht hat, wo er, was man deutlich ablesen konnte, eben gesagt hat, diese Ukraine kann als eigenständiger Nationalstaat nicht bestehen. Das war, wenn man Texte lesen kann, und das ist ja unsere Aufgabe als Geisteswissenschaftler, das war eine Kriegserklärung, wo nur die Frage noch war, wann dieser Krieg ausbrechen würde. Tatsächlich ist es so, dass ich und sicherlich auch viele Kollegen von mir, also aus den Geisteswissenschaften, angefragt werden von der Politik, also hinter den Kulissen und um Einschätzungen gebeten werden, sogar aus der Bundeswehr erstaunlicherweise. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in zweierlei Hinsicht etwas beitragen können, also einmal die kulturellen Hintergründe beleuchten, die natürlich nicht zu einer simplen Prognose hinführen, und dann aber auch die Muster der russischen Politik betrachten, also aus der Vergangenheit lernen, das beobachten, was ist eigentlich geschehen. Und also meine Beobachtung, wenn Sie jetzt danach fragen, ist, dass es Hoffnung auf Verhandlungen, auf absehbare Zeit nicht gibt. Das, was man beobachtet, ist, dass Putin in einer Zeit, in der er militärische Schlappen erleidet, so wie das in Donetsk geschehen, in Luhansk geschehen ist, einfach gewissermaßen die Wette erhöht. Nicht? Also er hat danach die Provinzen nach seinem Sinne völkerrechtlich annektiert.
damit im Grunde eigene Verhandlungsmöglichkeiten aufgegeben, also in gewisser Hinsicht die russische Position auch geschwächt. Aber das Muster ist, bedenkenlos auf Sieg zu setzen. Und da sind noch einige Eskalationsstufen denkbar. Ich erinnere mich an eine Lektüre-Erfahrung, die ich neulich gemacht habe. Sebastian Haffner hat sich ja intensiv mit der Geschichte des Dritten Reiches, auch mit der Biografie Adolf Hitlers auseinandergesetzt. Er hat auch eine Churchill-Biografie geschrieben und da findet sich ein ganz interessanter Satz. Sagt er, naja, der Vorgänger von Churchill im Amt des britischen Premierministers Chamberlain, der kommt immer schlecht weg in der historischen Betrachtung mit seiner Appeasement-Politik. Der hat in der Tat nicht kapiert, mit wem er es da zu tun hat, und dann kommt Churchill und Churchill kommt viel besser weg. Wenn man aber genauer hinschaut, müsste man, sagt Sebastian Haffner, zu einem differenzierteren Bild kommen, nämlich Chamberlain hat im Grunde genommen alles richtig gemacht. Wie er agiert hat, das war strategisch äußerst klug und wunderbar. Das Einzige, was Chamberlain nicht auf dem Schirm hatte, dass er es tatsächlich mit einem völlig irrationalen Psychopathen zu tun hat, in der Person Hitlers. Das schreibt nun Sebastian Haffner. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt als Historiker gelten lassen sollen, aber hat ja doch wirklich also interessante und auch epochemachende Bücher geschrieben. Ist es ein Muster, das sich jetzt wiederholt, und zeigt es sozusagen die Grenzen geschichtswissenschaftlicher Diagnostiken oder Prognostiken auf? Also vielleicht erstmal bin ich als Historiker da angesprochen. Zu Chamberlain ist noch viel geschrieben worden nach diesem Buch, was Sie zitiert haben. Das letzte von Dan Diener, eine Weltgeschichte des Zweiten Weltkriegs, der eben deutlich macht, dass es für Großbritannien, anders als wir es meistens sehen, jetzt gar nicht nur um Europa ging, sondern es ging ganz maßgeblich auch um Indien. Indien hatte zu dem Zeitpunkt die höhere Priorität, und das begründet auch sehr gut eben dieses mangelnde und auf lange Sicht dann und eventuell fatale Nicht-Engagement für die Tschechoslowakei. Für Chamberlain kam die Berechnung dazu, dass England und dass Großbritannien noch nicht ausreichend gerüstet war. Trotzdem war die Entscheidung falsch, natürlich. Die Frage, die Sie stellen, ist natürlich eine, wie weit beruht Geschichtswissenschaft auf Rational Choice, also auf dem simplen Rational Choice, mit dem wir in der Regel arbeiten, also wie ökonomisch sinnvoll und politisch im einfachen Sinne sinnvoll sind Entscheidungen, die getroffen werden. Geschichte oder politische Akteure sind immer in Sinnwelten eingebettet, immer spielen Mythen eine Rolle, und das muss schon auch berücksichtigt werden. Also die Einschätzung von Putin war kurzsichtig, die deutsche Politik vorgenommen hat, und es gab jetzt nicht wenige Kolleginnen und Kollegen in den Geisteswissenschaften, die das vorher auch gesehen haben. Aber rationales Handeln setzt geteilte Rationalitätsannahmen voraus. Und wenn die nicht gegeben sind, dann ist es eben schwierig. Oder wenn es genügt, nicht zu wissen, ob sie gegeben sind oder nicht. Das ist ja im Putin-Diskurs Ihre Frage. Ist der sozusagen ein solcher Irrationaler oder gerade ein geradezu diabolisch rationaler Akteur? Und diese Unsicherheit begrenzt die eigenen Handlungsmöglichkeiten. Das, wenn man jetzt mal so einen ganz großen Bogen schlagen darf für einen Halbsatz, ist vielleicht überhaupt etwas, was unsere Gegenwart kennzeichnet. Das ist eine ganze Reihe von wichtigen gesellschaftlichen, politischen Zusammenhängen gibt, in denen wir nicht sicher sind, ob die bisher geteilten, allgemein geteilten, kollektiv geteilten Rationalitätsannahmen noch gelten. Beim Schwurblertum erhebliches gesellschaftliches und demokratisches Problem, ebenso wie eben bei Putin. Da ist vielleicht der chinesische
KP-Führer Xi noch ein relativ einfacher Fall, weil wir denken, er sei sozusagen Erfolge einer Rationalität, die sich uns erschließt. Und letztlich kommt es ja auch darauf an, was können Politiker, also einzelne Politiker, einschätzen. Ich kann gut verstehen, dass, nehmen wir ein Beispiel, Gerd Schröder dieses tiefere Verständnis von Putin nicht hatte. Also da wird für ihn die Männerfreundschaft im Vordergrund gestanden haben und dann auch die wirtschaftlichen Perspektiven, die diese Kooperation mit Putin bietet und vielleicht eben auch der persönliche Vorteil. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, weshalb Angela Merkel diese tieferen Dimensionen und die Hintergründe, weshalb sie die nicht festgestellt hat oder vielleicht hat sie sie sogar festgestellt und keine Folgerungen daraus gezogen. Ich meine, sie spricht perfekt Russisch, sie ist in der DDR aufgewachsen, sie hat einen völlig anderen Horizont als die in Westdeutschland geprägten Politiker. Und sie hat natürlich auch eine, denke ich mal, eine relativ präzise Einschätzung von der Psychologie Putins gehabt, mit dem sie ja immer wieder telefoniert hat, was frustrierende Erfahrungen gewesen sein müssen. Also an der Stelle bleibt für mich etwas Unerklärliches. Wir sind in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten und wir haben auch schon eine ganze Reihe von Fragen aus dem Publikum, die ich gerne aufgreifen möchte. Ich glaube, das ist eine Frage aus dem Präsenzpublikum. Jemand fragt, wir haben das schon angeschnitten, aber trotzdem glaube ich, ist es wert, diese Frage nochmal explizit aufzugreifen. Sollte es zur Aufgabe der Wissenschaft gehören, politisch aufzutreten? Und dann gibt es auch noch eine Konkretisierung, zum Beispiel Putins Darstellung der Geschichte auf verschiedenen Plattformen zu widersprechen. Das wäre ja noch kein politischer Auftritt. Es wäre ein Auftritt, der dann vielleicht politische Effekte hätte, aber es wäre zunächst mal nur ein Agieren, das sich um die Aufklärung, um die Falsifizierung von Geschichtsmythen bemühen würde. Mhm. Das ist, glaube ich, noch nicht der Fall, an dem das Verhältnis von wissenschaftlichen Wahrheitsansprüchen und Politik wirklich kompliziert wird. Mhm. Weil man sich so zurückziehen kann, wie ich das gerade gesagt habe. Mhm. Und wo wäre diese Grenze erreicht? Die Grenze ist da erreicht, würde ich sagen, wo ich beanspruche, dass meine wissenschaftlichen Wissensansprüche nicht mehr durch demokratische Deliberation und Entscheidung sozusagen überboten werden können. Also wo ich so etwas wie Souveränität, Handlungssouveränität ableite aus wissenschaftlichen Wissensansprüchen. Es gibt auch noch eine Frage, die betrifft jetzt eigentlich die persönliche Dimension von Wissenschaftskontakten. Eine Frage an Sie, Herr Schulze-Wessel. Was sagen denn Ihre Kontakte nach Russland und die Ukraine bezüglich Ihrer Möglichkeit, also Ihrer kleingeschriebenen Möglichkeiten zu forschen und zu lehren? Also ich glaube, wenn man die Frage verallgemeinert, bedeutet das, welche Möglichkeiten hat Wissenschaft, sich zu realisieren in einem System, das nun vorgibt, selber wiederum die Wirklichkeit nach wissenschaftlichen Kriterien zu beurteilen, die allerdings in Wirklichkeit politischer Natur sind. Das ist jetzt sehr komplex gedacht. Ja. Können Sie die Frage noch mal wiederholen? Ja, also ich meine, was machen Historiker, die sich mit russischer Geschichte auseinandersetzen, ernsthaft mit russischer Geschichte auseinandersetzen, wenn der Präsident des Landes also so massiv eine hochspezifische Geschichtsdeutung vorgibt? Ah ja. Also die Geschichtsdeutungen, die Putin vornimmt, die werden natürlich kanonisch. Das muss gar nicht irgendwo angekündigt werden, sondern das funktioniert auch so. Es gibt eine
Anekdote, die bemerkenswert ist. Und zwar hat Putin einmal in der Schule aufgetreten, nicht? Und in der Schule hat er auch einen Geschichtsvortrag gehalten. Über anderes redet er ja kaum noch. Und da hat er den Siebenjährigen Krieg mit dem Großen Nordischen Krieg verwechselt, tatsächlich. Und dann hat sich ein Schüler gemeldet und hat das richtig gestellt. Also der war so im Alter von 13, 14. Die Lehrerin und die ganze Schule alle, die umstanden, sind erbleicht. Aber Putin hat genau erkannt, dass diese Inszenierung von, die vermutlich keine Inszenierung war, aber der inszenatorische Effekt, also dass er sich auch geirrt haben könnte und jetzt einem Schüler Recht gibt, dass der sehr, sehr nützlich ist. Und so ist es auch geschehen. Ich weiß nicht, was dann aus der Geschichte in langer Sicht gewesen ist, aber kurzfristig ist sie für den Schüler gut ausgegangen. Sie ist aber nicht typisch für den russischen Diskurs. Gut, dann wissen wir, worauf wir Acht zu geben haben bei der Lehramtsausbildung. Eine andere Frage vom Publikum kann ich sehr gut verstehen. Und zwar betrifft die, wenn ich das übersetzen darf, mal die unterschiedlichen Rollenmodelle, die wir einnehmen. Gibt es so etwas wie einen Konflikt zwischen emotionalen und wissenschaftlichen Reaktionsweisen, wenn solche Ereignisse, die doch auch in unser Leben eingreifen, uns widerfahren? Also ich gebe ganz offen zu, dass ich da nicht mehr 100% trenne. Ja? Also wie natürlich ist das ein Krieg, der so furchtbar ist, der einen so mitnimmt, der alles kaputt macht, was in der Ukraine aufgebaut worden ist in den letzten 30 Jahren, wo eine völkermordende Absicht dahinter steht. Also wie soll man da ruhigen Blutes dann Geschichte schreiben? Natürlich beruht unser Kapital als Historikerinnen und Historiker beruht darauf, dass wir objektiv sind. Diese Objektivität bedeutet aber, dass man Quellen ernst nimmt, dass man sich auch in einer solchen Situation nicht dazu hinreißen lässt, ungenau zu werden, aber sie lenkt nicht unbedingt die Themenwahl. Also ich finde jetzt in dieser Situation, wenn ich es einfach nochmal aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive sagen darf, es gibt einfach wahnsinnig viel aufzuarbeiten. Es stehen in unseren Geschichtswerken immer noch so Masternarrative, die aus der russischen, die russisch inspiriert worden sind. Beispielsweise diese Vorstellung, dass die russische Geschichte durch eine Translation von Kiew nach Moskau und dann nach Petersburg hingeführt hat. Also die Einheit, die Kohärenz der russischen Geschichte funktioniert über die Dynastien und die Kontinuität der orthodoxen Kirche. Das kann man mit guten Gründen angreifen. Von ukrainischer Seite sind da andere Narrative vorgeschlagen worden, die auch ihre Berechtigung haben. Und es ist jetzt einfach Zeit, diese Narrative einmal ernster zu nehmen. Und genauso meine ich, das sollte man es auch mit den Kooperationen halten. Also niemand ist doch dafür, jetzt alle Verbindungen mit Russland abzuschneiden. Aber mir kommt es oft so vor, als ob dieses Argument, also dass man jetzt mit Russland doch weiter kooperieren muss, dass das die viel größere Notwendigkeit in den Hintergrund rückt, mit der Ukraine erstmal was aufzubauen. Also es ist nach wie vor so, dass wir in Deutschland eine halbe Professur haben, die ausdrücklich der ukrainischen Geschichte gewidmet ist, in Frankfurt-Oder. Wenn Professuren besetzt werden, auch nach dem 24. Februar noch,
dann gilt immer noch das Prinzip Russland plus, also Russland-Kompetenz muss man haben und eine weitere Kompetenz kann man haben. Da muss etwas geändert werden und solche Ziele darf man auch leidenschaftlich verfolgen. Ich würde vielleicht nur einen Begriff noch einführen zu dieser Frage, wissenschaftliche Weltanalyse und Emotion, und der lautet Methode. Wissenschaft ist eine methodisch kontrollierte Form der Erkenntnisproduktion und sie ist eine auf Vorbehaltlichkeit, auf Selbstüberholung, auf Selbstrevidierbarkeit hin angelegte Form der rationalen, vernünftigen Wissensproduktion. Das Letztere ist wichtig, weil es auch nicht wissenschaftliche Formen der rationalen, methodisch kontrollierten Wissensproduktion gibt, im Strafgericht zum Beispiel. Aber das strafgerichtliche Wissen ist kein Wissen, das auf seine eigene Selbstüberholung hin angelegt ist, wissenschaftliches Wissen schon. Also wenn man das an die Stelle des Verhältnisses, also wenn man diese Begriffsfigur an die Stelle des Verhältnisses von Wissenschaft und Emotionalität rückt, dann glaube ich, kommt ein, naja, wenn Sie wollen, eine epistemische Tugend heraus und die heißt methodische Selbstkontrolle und Rollenpräzision. Ich fasse mal zwei Fragen zusammen zu einer Frage und die Frage lautet eigentlich, müsste Wissenschaft nicht offensiver agieren? Die beiden Fragen zielen in unterschiedliche, aber vielleicht ähnliche Richtung. Die eine Richtung geht im Hinblick auf Infragestellungen, Fake News oder Propaganda. Also müsste Wissenschaft nicht stärker gegen Propaganda auftreten. Und die andere Frage richtet sich, was Sie, Herr Strohschneider, vorhin schon angesprochen haben, auf die Medienkultur, die mit einer ganz anderen Logik arbeitet, in jeder Hinsicht. Schon was die zeitliche Strukturierung angeht, die Möglichkeit, Aussagen in einem gewissen Komplexitätsniveau zu treffen. Also müsste man da nicht schauen, dass man die Logiken eigentlich annähert, damit auch Wissenschaft in dieser Medienkultur sozusagen Platz findet, jenseits mal einer Dreiviertelstunde Wissenschaftssendung, die ja nun auch schon der medialen Logik unterliegt. Also müsste Wissenschaft in diesen Richtungen nicht offensiver sein? Also ja, Wissenschaft müsste Fake News stärker entgegentreten, aber jedenfalls was den kleinen Teil der Wissenschaft betrifft, der jetzt mit diesem Krieg zu tun hat und der Kompetenzen in Bezug auf den Krieg hat, wir sind alle völlig überfordert, nicht? Also wir machen jetzt seit langer Zeit nichts anderes mehr als Interviews zu geben, Artikel zu schreiben, das auch in die Lehre zu bringen und natürlich auch Fake News entgegenzutreten. Man darf aber nicht, also das Feld ist nicht sehr groß, man darf nicht überschätzen, was geleistet werden kann. Die zweite Frage verstehe ich als eine Frage, die sich interessiert für die Bedingungen der Wissenschaftskommunikation. Und also das ist jetzt sozusagen ein Catchword für alles, was damit zusammenhängt. Und dazu würde ich sagen, natürlich muss eine gute Wissenschaftskommunikation die medienkulturellen Bedingungen und ihre Adressaten berücksichtigen, gesellschaftlich, individuell. Das ist nichts Neues, das ist eine Elementarregel schon der antiken Rhetorik, die heißt Aptum. Und das gilt auch für die Wissenschaftskommunikation. Sehr skeptisch bin ich gegenüber Vorschlägen, die dahin gehen, dass die Wissenschaft insgesamt in ihrem eigenen Kommunikationsverhalten sich an andere gesellschaftliche Teilsysteme anpassen müsse, etwa das Mediensystem oder das Politiksystem. Da wäre ich sehr zurückhaltend aus allgemeinen differenztheoretischen Gründen. Ich würde also sagen, Wissenschaftskommunikation ist Kommunikation über wissenschaftliche Kommunikation. Wissenschaft ist nämlich nichts anderes als Kommunikation. Und wissenschaftliche Kommunikation unterliegt völlig anderen Regeln als
Wissenschaftskommunikation über wissenschaftliche Kommunikation. Sie hat andere Eigenzeiten, sie hat andere Rationalitätsstandards, sie hat unterschiedliche rhetorische Standards und so weiter. Wir sind damit befasst, dass wissenschaftliches Wissen hochgradig spezialisiertes und oft sehr kompliziertes Wissen ist. Wissen von einer Kompliziertheit und einer Spezialisiertheit, die dazu führt, dass dieses wissenschaftliche Wissen nicht nur außerhalb der Wissenschaft, in der Nichtwissenschaft oft sehr schwer verständlich ist, sondern die dazu führt, dass es auch innerhalb der Wissenschaft extrem schwer verständlich ist. In den allermeisten Wissenschaftsbereichen gibt es gerade der Spezialisierung, die dazu führen, dass auch schon der übernächste Fachkollegin und die übernächste Fachkollegin im Hinblick auf einen wissenschaftlichen Wissensanspruch auf genau jenen Modus der Anerkennung oder Kritik zurückgeworfen sind, den die moderne Wissenschaft eigentlich abschaffen wollte, nämlich auf den Wissen, auf den Modus des Glaubenmüssens. Ich kann dazu Dutzende von Anekdoten erzählen. Meine Lieblingsanekdote, wenn Sie die wissen wollen, ist meine Bitte, jemanden in einem Entscheidungsgremium zu bitten, also die Mitglieder eines Entscheidungsgremiums zu bitten, über eine Person, die Mitochondrienforschung macht, also eine zellbiologische, zellbiochemische Forschung, die Mitglieder eines Entscheidungsgremiums dazu zu bitten, über diese Person, über die Forschungsleistung dieses Mitochondrienforschers oder dieser Mitochondrienforscherin ein Urteil zu fällen. Schweigen im Walde. Und ich habe gesagt, ich werde kein Urteil fällen, ich bin nämlich Medievist, nicht Mitochondrienforscher und spreche ein Mitglied dieses Gremiums an, von dem ich weiß, dass es selber Mitochondrienforschung macht und sage, Sie müssen aber doch, Antwort, also Sie müssen aber doch, Sie sind doch selber eine Mitochondrienforscherin oder ein Mitochondrienforscher. Antwort, ja, aber hören Sie mal, ein völlig anderer Zelltyp. Ne? Und also Sie verstehen, was ich damit sagen will, wenn die Mitochondrienforscher für die Hautzellen mit den Mitochondrienforschern für die Leberzellen interdisziplinär zusammenarbeiten, dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung von der Spezialisierung innerhalb des Wissenschaftssystems. Und die ist nicht dadurch zu behandeln, dass wir so tun, als ob das allgemein verständlich wäre, was wir da verhandeln, sondern die ist nur dadurch zu behandeln, dass wir sozusagen intermediäre Ebenen einführen. Wissenschaftskommunikation wäre eine solche intermediäre Ebene. Und die genügt an anderen Kriterien, anderen Gesichtspunkten. Und auf dieser Ebene kann man eine eigene Form von Erfolg, von Professionalität, wenn Sie wollen, von Methodizität erreichen, als sowohl in der allgemeinen gesellschaftlichen Kommunikation als auch in der spezialisierten Wissenschaftskommunikation. Also ich bin grundsätzlich auch Ihrer Meinung, dass Wissenschaft jetzt nicht einfach Orientierungswissen anbieten kann, sondern ganz andere Aufgaben hat. In der gegenwärtigen Situation sind wir, glaube ich, aber auch in einer anderen Rolle gefragt, nämlich als Experten. Und Expertentum geht ja in Wissenschaftlertum nicht vollständig auf. Und insofern würde ich schon nachdrücklich sagen, alle, die jetzt eine vertiefte Kenntnis durch die Wissenschaft über, sagen wir einfach, Osteuropa gewonnen haben, sollten diese auch vermitteln, und zwar auch in der Form von Orientierungswissen, selbst wenn das nicht der eigentliche Modus der Selbstverständigung in der Wissenschaft ist. Ich würde gar nicht widersprechen, sondern ich würde es genau an diesen beiden Begriffen versuchen, vielleicht nur scharf zu fassen, also begrifflich scharf zu fassen, Herr Schulze-Wessel. Ich würde sagen, Expertentum ist eine Vermittlungsform von wissenschaftlichem Wissen, aber nicht nur von wissenschaftlichem Wissen. Das spielt jetzt in unserem Fall gar keine so große Rolle, aber weil Sie darauf freundlicherweise angespielt haben, in meiner Agrarkommission sind jede Menge Experten und die allerwenigsten davon sind Wissenschaftler. Die haben eine praktische, eine lebensweltliche, eine berufliche Expertise, die mit wissenschaftlicher Perspektive verknüpft werden kann. Und der zweite Punkt, der hängt allerdings tatsächlich am Wissenschaftsbegriff. Ich würde sagen, dass wissenschaftliches Wissen in vieler Hinsicht für die Orientierung in der Welt eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung ist und dass deswegen Wissenschaft Voraussetzungen für die Bildung von Orientierungswissen
liefert, aber nicht selbst Orientierungswissen. Denn wenn sie selbst Orientierungswissen liefern würde, wenn man diese Annahme hätte, dann müsste man sagen, dass Wissenschaft in der Lage sei, außerwissenschaftliche Wert- und Normkonflikte zu entscheiden. Und das ist kein Rückfall in die alte Werturteilsdebatte, damit es da kein Missverständnis gibt, sondern es bezieht sich nur auf diesen Punkt, kann Wissenschaft außerwissenschaftliche Wertkonflikte entscheiden? Und das kann sie, glaube ich, nicht. Und insofern kann sie auch kein Orientierungswissen, oder daraus folgt dann, sie kann kein Orientierungswissen liefern, aber sehr notwendige, sehr entscheidende Bedingungen der Möglichkeit der Bildung von Orientierungswissenschaften. Herr Strohschneider, ich bin jetzt dankbar, dass Sie diese Anekdote erzählt haben. Und ich nehme an, diese Anekdote hat eine systematische Bedeutung, die ich heute noch gar nicht zur Gänze durchschauen kann. Denn ich habe genau dieselbe Anekdote erlebt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden ja in dieser Vorlesungsreihe auch noch eine Veranstaltung zur Medizin haben. Und die haben wir natürlich auch vorbereitet, haben Leute gefragt, ob sie kommen können. Und wir haben Leute gefragt, ob sie jemanden kennen, den wir einladen können. Und dann ging es um die Virologie. Und dann haben wir Namen recherchiert und auch danach gefragt. Und dann hieß es, nein, auf gar keinen Fall. Der kümmert sich ja um Aids-Viren, der kann zu Corona nichts sagen. Dann war ich doch ganz schön erstaunt. Also das scheint in der Tat interessant zu sein. Ich will jetzt noch eine letzte Frage aus dem Publikum aufgreifen, die ich nicht gestellt hätte. Und zwar aus Gründen der Deformation professionell, weil ich mich auch im Wissenschaftssystem bewege. Und zwar ist das die Frage, die ist auch doppelt gestellt worden. Wir blicken jetzt auf ein totalitäres Regime, totalitär deswegen, weil die einzelnen gesellschaftlichen Bereiche eben nicht völlig autonom sind, sondern doch in einem ganz starken Maße von einem übergeordneten politischen System gleichgerichtet, gleichgeschaltet werden. Und jetzt eben die Gegenfrage, wie ist es denn bei uns? Gibt es nicht auch bei uns doch Einflüsse nicht wissenschaftlicher Art auf das Wissenschaftssystem, die vielleicht wesentlich subtiler sind, sodass wir sie nicht erkennen können? Und müsste man nicht auch Lehre und Forschung bei uns von ungewünschter politischer Vereinnahmung, also mal unterstellt, dass es die in subtiler Form gäbe, in gewisser Weise schützen? Also Wissenschaft hängt immer von Denkstilen ab, die auch außerwissenschaftlich sind. Also man kann Wissenschaft nicht so abgrenzen, dass sie mit der Umwelt nichts zu tun hat. Das ist völlig klar. Dennoch habe ich bei solchen Fragen, die es dieser Struktur nach häufig gibt, also ist nicht das, was wir in Russland beobachten, letztlich dem ganz ähnlich, wie es im Westen ist. Dazu habe ich eine gewisse Distanz. Also die Motivation ist wahrscheinlich eine entlarvende, die ja erst mal positiv zu sehen ist. Also es ist eine selbstkritische, aber sie relativiert eben doch die Unterschiede sehr stark. Also ich versuche es mal einfach an einem Beispiel klarzumachen. Nehmen wir einfach mal die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die eine Institution ist, in der, so wie ich sie jedenfalls erlebt habe, im Fachkollegium, also auf der Ebene der Entscheidung über Forschungsprojekte, die tatsächlich unbestechlich ist. Die Entscheidungen können falsch sein, die da getroffen werden. Aber es gibt keine institutionellen Zwänge, es gibt keine Bestechung irgendwie der Gutachtenden. Die machen das sogar alles aus irgendwelchen Gründen freiwillig und ohne irgendein Honorar und treten dafür zu Wahlen an, die auch immer kompetitiv sind. Also man geht auch noch die Gefahr ein, dass man bei diesen Wahlen verliert und das Ganze wird unterstützt von Referentinnen und Referenten in der DFG, die ich also geradezu idealisieren würde. Ja? Also die von hoher. Aber da ist die Geschichtswissenschaft auch ein positiver Ausnahmefall. Ja, okay, gut, dann habe ich da was besonders Gutes erlebt.
Also was Ähnliches jetzt in Russland zu finden wäre, also Ding der Unmöglichkeit, nicht? Und wenn man jetzt nochmal auf Wissenschaftsdiplomatie zurückkommt, also die große Chance der Offenheit ist, dass wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Deutschland kommen und solche Beobachtungen machen, und ich glaube, dass die LMU auch ein sehr guter Ort dafür ist. Also man kann hier Kritik äußern, sogar im Senat, und wird gerne weiterhin eingeladen zu Gesprächen. Dann ist das etwas Attraktives. Also bei allem, was so pessimistisch über den Westen gesagt wird, wer jetzt in Russland lebt, möchte doch letztlich in den Westen. Also wer möchte denn nach China hinfliehen oder auch nur nach Kasachstan? Also es ist nach wie vor die Offenheit und dann nochmal jetzt aus unserer Sicht speziell die Offenheit und Liberalität des Wissenschaftssystems, die eine hohe Attraktivität hat. Also man soll ja keine Zwischenrufe machen, das weiß ich schon länger, aber ich halte mich nicht dran. Und dann muss ich Sie korrigieren, mein kleiner Zwischenruf hatte gerade eine völlig unangemessene Form, als ich vom Ausnahmefall gesprochen habe. Das ist nicht so, sondern das ist ein leuchtendes Beispiel für viele andere solche Fälle innerhalb der DFG. Nicht, damit ich dann heute Telefonanrufe komme, dass ich mich über frühere Mitarbeiter schlecht geäußert hätte. Das wollte ich tatsächlich nicht, und dafür gibt es auch keinen Anlass. Ich wollte nur vielleicht noch einen anderen Aspekt reinbringen, der tatsächlich nicht so gebaut sein soll, dass Relationierung als Relativierung erscheint. Ich würde kategorisch sagen, also in meiner Berufstätigkeit im deutschen Wissenschaftssystem sind mir kategorisch gar keine Fälle einer politischer Durchgriffsversuche in das Wissenschaftssystem bekannt geworden. Darüber kann ich einfach gar nichts sagen. Aber ich würde schon sagen, dass es strukturelle Entwicklungen gibt, gegen die man die Freiheit des Wissenschaftssystems, die Freiheit der Universitäten auch verteidigen muss. Wir haben mindestens in einzelnen Fällen, und es ist schon strittig, ob es sich um einzelne Fälle oder um einen Trend handelt, wir haben jedenfalls einzelne Fälle von Vorgängen in der Universität, wo Mitglieder der Universität die Universität als einen Safe Space beanspruchen, als einen Raum der Irritationsfreiheit, auch als einen Raum der intellektuellen Irritationsfreiheit. Und das halte ich für schlecht begründbar, weil es voraussetzen würde, dass man mit denselben Präferenzen aus der Universität herausgeht, mit denen man in sie schon hineingegangen ist. Und das ist das Gegenteil von akademischer Bildung und Studium. Ich würde auch sagen, um ein zweites Beispiel zu sagen, dass es in der Wissenschafts- und auch in der Förderpolitik, zumal der Europäischen Union, Trends gibt zu einer Engführung von Forschungsförderung auf Impact. Und Impact ist gemeint dann als eine direkte, funktional direkte und zeitlich kurzfristige außerwissenschaftliche Effektivität von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der frühere EU-Kommissar Moedas hat mal davon gesprochen, we are looking for solutions, for real solutions, for real problems. Und man fragt sich, wer entscheidet, was ein wirkliches Problem ist und wer entscheidet, was eine wirkliche Lösung für ein wirkliches Problem ist. Da gibt es Engführungen sozusagen auch der epistemischen Räume von Wissenschaft im Zeichen von Rechtfertigungsdruck, Impact auf das Wissenschaftssystem, die durchaus nicht unproblematisch sind. Aber nochmal, das sind strukturelle Zusammenhänge, über die man diskutieren kann und die kategorisch anders gelagert sind als die Fälle, von denen Sie gerade gesprochen haben. Am Ende werde ich nochmal keck und stelle eine typische massenmediale Frage mit der Bitte um die berühmte kurze Antwort. Was würden Sie sagen, welcher Satz oder welcher Gedanke bleibt vom heutigen Abend übrig? Was bleibt wovon übrig? Was bleibt von unserer Diskussion übrig? Take-home-Messages. Welcher Gedanke bleibt im Gedächtnis? Lassen Sie sich nicht...
Ich würde mitnehmen, dass, weil Sie das am Anfang gesagt haben, Herr Jahraus, es sich um ein Gespräch gehandelt hat. Und ein Gespräch, so würde ich mit Gadamer sagen, ist von der Prämisse getragen, dass der andere Recht haben könnte. Und deswegen ist es schwierig, Take-Home-Messages zu formulieren. Dem schließe ich mich einfach an. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ja, dann bleibt mir nur, Ihnen ganz herzlich zu danken für dieses unglaublich interessante Gespräch. Ich habe wirklich viel gelernt heute Abend. Ich bin sehr glücklich, dass ich Sie gewinnen konnte. Vielen herzlichen Dank. Ein ganz herzlicher Dank geht auch an das Publikum hier im Raum, an das Publikum zu Hause für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Beteiligung, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie Fragen gestellt haben. Ich bitte Sie immer um Verständnis, dass wir nicht alle Fragen aufgreifen können, aber ein paar haben wir doch aufgreifen können. Ich danke auch unseren Partner, ich danke der Media School Bayern und ich danke der Münchner Universitätsgesellschaft und füge am Schluss immer hinzu, bitte unterstützen Sie die Münchner Universitätsgesellschaft, damit die Münchner Universitätsgesellschaft uns unterstützen kann. Wir sehen uns, wenn Sie Lust haben, wieder in 2 Wochen am 22. November mit dem Thema Wissenschaft und Wirtschaft in Zeiten multipler Krisen zwischen Forschung und Unternehmertum der Zukunft. Wir haben eine Wirtschaftsweise und gleichzeitig eine LMU-Kollegin eingeladen, Frau Professor Dr. Monika Schnitzer, und diskutieren wird mit ihr Herr Jona Christians, Gründer und CEO von Sono Motors. Das wird hochgradig interessant und ich freue mich, wenn Sie wieder da sind. Wenn Sie hierher kommen wollen, kommen Sie bitte und bringen Sie viele Bekannte mit. Da ist überhaupt keine Anmeldung notwendig. Wir sind eine Universität, es ist eine Vorlesung, freier Zutritt. Um eine Anmeldung bitten wir uns nur, damit wir das sozusagen technisch bewerkstelligen können, wenn Sie per Zoom teilnehmen. Wie auch immer, ob Sie zu uns kommen oder ob Sie virtuell teilnehmen, ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.